Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung rund um die Sportlergala 2012, wo Sie ja, wie Sie wissen, am 24. März 2012 live in Dreispitz dabei sein können. Auch heute werden wir weitere nominierte Einzelsportler und Mannschaften vorstellen. Als mein Gast heute hier im Egelsee darf ich den Joel Horni begrüßen. Er vertritt den Doppelzweier zusammen mit dem Emanuel Hoppenstadt, der nominiert ist als Mannschaft des Jahres. Joel, wo steckt denn der Emanuel gerade? Also der Emanuel hat jetzt gerade sein Studium unterbrochen für ein Praxissemester und hat darum keine Zeit. Okay, was studiert der Emanuel denn? Wirtschaft. Wirtschaft, okay. Was studierst du oder was machst du überhaupt so neben dem Rudern? Ich arbeite 60-80% so als KV und halbe selbstständig. Joel, zwei so kräftige Männer in einem Boot. Wer ist denn der Chef von diesen beiden? Also am besten ist natürlich, wenn er am Schluss im Rennen jedes Gefühl hat, dass ihm der andere den Schlag vorgibt. Dann passt genau miteinander. Aber natürlich sind die Aufgaben auch ein bisschen verteilt. Dass zum Beispiel der, der auf dem Schlag sitzt, das war jetzt Emanuel in der SM, dass der den Schlag und den Rhythmus vorgibt. Und dahinter sagt er Kommandos und schaut, wie man im Rennen steht und ist für die Richtung im Training verantwortlich und so. Wie sind die zwei zusammengekommen, dass der Joel Horni und der Emanuel Hoppenstadt jetzt da so einen erfolgreichen Zweier, Doppelzweier gemacht haben? Ja, da haben wir jetzt im Club intern diskutiert, was wir zum Schlauesten machen, weil wir halt nur drei Elite-Ruderer waren. Und dann war ziemlich schnell klar, dass halt Nico kein Wochenende eigentlich rum ist. Und dann haben wir halt ziemlich schnell entschieden, dass er im Einer geht. Und zwar, ich bin auch viel am Wochenende weg, aber dass Emanuel und ich am Schluss im Zweier gehen will. Wir haben die letzten Wochenende vor der SM noch ein bisschen mehr Zeit, um zusammen zu trainieren. Okay. Jetzt mit dem Nico Stahlberg haben wir das absolute Aushängeschild im Moment für den Ruderclub Kreuzlingen zu Kreuzlingen. Ein Junge, der völlig auf dem Boden geblieben ist und sich im Sport unterordnet. Ist das für euch zwei nochmal eine zusätzliche Motivation, jetzt, wo ihr auch gesehen habt, dass der Nico die Qualifikation für London 2012 geschafft hat? Ja, klar. Für uns ist es natürlich schon ziemlich speziell, weil er trainiert mit uns jetzt schon seit etwa 10 Jahren, oder? Seit wir angefangen haben, Ruder kennen wir ihn. Da hat man natürlich jeden Schritt miterlebt, wie näher an sein Ziel kam ist und so. Ist denn das für dich und Emanuel zum Beispiel auch ein Ziel, zu sagen, hey, wir wollen im Doppelzweier schweizweit so weit vorne sein, dass wir vielleicht für Rio de Janeiro 2016 bereit wären, um uns qualifizieren können? Also für mich sicher. Für Emanuel weiss ich nicht so genau. Das müssen wir ihn selber fragen. Okay, gut. Joel, was ist das Erfolgsgeheimnis vom Ruderclub Kreuzlingen? Ja, in dem, dass wir halt ein ziemlich gutes Projekt gestartet haben und einen ziemlich kompetenten Trainer mit dem Uli Boden angestellt haben und natürlich auch mit dem Peter Keller als Assistenztrainer, der sich immer noch ziemlich einsetzt für den Ruderclub Kreuzlingen. Und der Rudi Wetscher und Christian Brünnimann als Präsidenten, die schauen, dass finanziell alles stimmt und alles organisiert. Und eben mit dem Nico, das unser Hängeschild hat, ist natürlich einfach für uns Elite-Ruderer zum Trainieren, da wir uns immer miteinander messen können und so eine gute Trainingsgruppe haben und eine gute Dynamik. Natürlich fehlt es ein bisschen Nachwuchs, da hoffen wir natürlich, dass da auch noch ein paar bald nachkommen. Hoffen wir es. Es wär schön, wenn der Ruderclub Kreuzlingen die Erfolgsgeschichte natürlich weiterschreiben könnte. Ich denke aber, da sind auch du und Emanuel sicher ein Teil davon, die dazu beitragen. Mich würde noch interessieren, Joel, wie gehst du mit dieser körperlichen Belastung um? Also ihr trainiert ja auch sehr hart. Ihr trainiert, wenn ihr nicht auf dem See sind oder nicht auf dem Wasser sind, trainiert ihr im Kraftraum. Ich durfte beim Nico letztes Jahr mal so einen Trainingshalbtag zuschauen. Mir ist es fast anders geworden, wenn ich sehe, wie sich die quälen. Wie gehst du mit dem? Wie tust du dich entspannen oder ablenken von dem harten Training? Natürlich, die Arbeit ist immer gut, die Entspannung. Und sonst irgendwie sie mich abschalten, mal im Ausgang gehen. Also da treffen wir uns oft alle miteinander ein bisschen mal im Ausgang, um ein Bier zu trinken oder so. Ja. Okay. Joel, tu doch du unseren Kreuzlinger Kindern mal in zwei Sätzen erklären, warum dass sie sollen zum Ruderclub Kreuzlingen kommen und warum dass sie sollen anfangen rudern. Was ist denn so cool am Rudern? Ja, man ist in der Natur immer. Man macht eine tolle Bewegung und ist natürlich das beste Gefühl, wenn man als Erster über die Ziellinie fährt. Okay, also ihr seht, Jungs da draußen und Mädels Kreuzlingen, absolute perfekte Sportart, um alles miteinander zu verbinden.
Joel, du hast jetzt die Möglichkeit, noch kurz Werbung zu machen bei den Kreuzlingen und Kreuzlinger. Wir wissen ja, geschätzte Kreuzlingen und Kreuzlinger, unter www.sportnetz-kreuzlingen können Sie bis zum 10. Februar Ihre Stimme abgeben für den Einzelsportler, die Mannschaft und den Lieblingsverein. Und jetzt bist du am Zug, Joel. Okay, also Emanuel und ich können ein Jahr lang etwa zwischen 16 bis 20 Stunden in diesen Sport investiert und sind natürlich begeistert und tragen auch gerne den Namen von der Stadt Kreuzlingen in die ganze Schweiz raus. Wunderbar, danke vielmals, Joel Honig. Hoffen wir, dass es auch viele Stimmen gibt. Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben dran. Wir kommen noch mit zwei nominierten Mannschaften ein bisschen später. Ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe Ihnen gesagt, bleiben Sie dran. Wir kommen wieder mit zwei Mannschaften, die nominiert sind für die Sportler-Gala 2012. Wie Sie sehen, haben wir die Location gewechselt. Wir sind jetzt von der Turnhalle hier im Schwimmbad Egelsee. Einen möglichen Standort für eine neue Schwimmhalle, wer weiß es. Heute zu Gast sind bei mir zwei nominierte Mannschaften. Die erste nominierte Mannschaft ist Gymnastikgruppe Kreuzlingen, Gruppe 35+. Sie werden vertreten dort Gabi Bär und Brigitta Deulari. Brigitta, wie überrascht ist die Gymnastikgruppe Kreuzlingen 35+, wo Sie gewusst haben, dass Sie nominiert sind für Mannschaft des Jahres 2011? Also wir sind riesen überrascht, haben uns super gefreut und wollen natürlich alle motivieren, um für uns zu stimmen. Wunderbar, das hören wir natürlich gern. Gabi Bär, Gymnastikgruppe Kreuzlingen, Gruppe 35+. Was heisst das ganz genau und wer ist dort alles so dabei in dieser Gruppe 35+? Also die ist einmal gegründet worden mit einem Sinn daraus, weil alle Turnerinnen sind einmal in der Gruppe 1 gewesen. Und wenn man dann einmal nicht mehr will, so viele Wettkämpfe machen und ein bisschen älter wird, dann haben wir daraus die Gruppe 35+ gegründet. Also das sind quasi ehemalige Leistungsturnerinnen und Turner, die hier, Turnerinnen vor allem, die hier dabei sind? Ja, kommen alle eigentlich aus der Gymnastikgruppe und das ist dann eigentlich so das, was am Schluss, was wir am Leifi noch machen. Jetzt sehen Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, Schweizer Meister 2011, so ein cooler Sticker. Aber das sind ja eigentlich alles Hausfrauen und Mütter, oder? Oder hat es denn da auch noch Geschäftsfrauen dabei, Brigitta Deulari? Ja, ich würde sagen, die meisten von uns haben alle schon noch, auch noch einen Job. Und Hausfrau ist ja auch ein grosser Job, aber zusätzlich auch noch ein Job, der noch ein bisschen Kohle gibt. Alles klar. Aber das heisst, dann stellt sich eigentlich gerade die nächste Frage. Ist es denn 35+ ein wirklich Hobby? Oder geht es denn schon wieder wie früher so richtig Leistungssport zurück? Wie ist die Gratwanderung? Also grundsätzlich haben wir mal gedacht, wir dürfen ein bisschen zurücktreten, wir machen ein bisschen easier, ein bisschen locker vom Hocker. Haben wir aber gemerkt, dass uns das zu wenig befriedigt. Dann haben wir wieder zugelegt und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir jetzt recht ambitioniert so an die Wettkämpfe gehen und natürlich möglichst weit vorne sein wollen. Also da das Leistungsfeuer hinein, das ist schon wieder aufgebrochen, oder? Das muss sein, ja. Dass wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir kein Ziel haben und zu wenig Druck, dann trainieren wir zu wenig effizient. Okay. Gabi Bär, wie oft trainiert denn die Gymnastikgruppe Gruppe 35+ zu Kreuzlingen und vor allem wo? Also wir treffen uns einmal am Montagabend in der Dreispitzturmhalle. Aber wenn sie so vor den Wettkampf gehen, dann haben wir etwa die Sonntagstraining, Wochenendtraining. Also da muss dann schon noch einiges gehen, bis alles am Schluss passt. Also da wird dann knallhart Freizeit geopfert, Brigitta Deulari, aus Wochenende. Und dann muss der Mann oder der Partner dann anstehen, dass ihr könnt euch fokussieren auf eure Leistung. Ja, das ist schon so. Aber unsere Männer kennen uns ja mittlerweile. Sie leben ja auch mit unserer Sportart. Sie wissen, wie viel Freizeit wir dort investieren und sie stehen voll und ganz hinter uns. Ja, Sie sehen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, nach den CC Hörnli Senioren haben wir auch hier wieder jemanden, der auch ein bisschen im älteren Alter sich voll und ganz dem Sport hingibt. Gabi Bär, in meinem Empfinden ist die Gruppe 35+ von der Gymnastikgruppe Kreuzlingen eher ein bisschen im Hintergrund von diesen vielen jungen Mannschaften und vor allem auch Einzelsportlerinnen, die hier in der letzten Zeit so erfolgreich sind. Meine ich das bloß? Ist das extra so? Warum ist das so? Ja, im Grunde genommen haben wir auch ein bisschen im Hintergrund vielleicht bleiben. Also unser Eis war natürlich immer unser Vorrenner. Dann haben wir jetzt Einzelturnerinnen, die sehr gut sind, oder auch Gymnastik zu zweit.
Aber wir sind natürlich auch in der Gruppe 35 plus sehr ambitioniert. Und jetzt haben wir auch gemerkt, dass uns das doch Spass macht, wenn man wieder mal ein bisschen wirklich vorne dabei ist. Sie sehen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, auch hier. Für lodert immer noch. Brigitta Dallari, man kann noch abstimmen bis am 10. Februar auf www.sportnetz-kreuzingen.ch. Du hast jetzt die Gelegenheit, Kreuzingen und Kreuzinger zu überzeugen, warum dass sie bis am 10. Februar 2012 der Gymnastikgruppe Gruppe 35 plus sollen ihre Stimme geben. Bitte. Liebe Kreuzlinger, stimmt für uns ab. Gymnastikgruppe Kreuzlingen 35 plus. Wäre super, wenn ihr euch unsere Stimme geben würdet. Wir sind auch immer für die Jungen parat und arbeiten im Hintergrund und schauen, dass der Karren läuft. Wäre toll, wenn wir ganz vorne an der Spitze wären. Danke vielmals. Wunderbar. Recht herzlichen Dank, Brigitta Dallari und Gabi Bär. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran. Es geht noch weiter. In den wenigen Minuten kommen wir mit der letzten Mannschaft. Und das sind die Wasserballer vom Schwimmclub Kreuzlingen.